Aber wie ist das eigentlich, wenn so eine Höhle überhaupt erst entdeckt und dann so langsam erkundet wird? Ich stelle mir das unheimlich spannend vor. Und praktischerweise, ist wirklich jetzt Zufall, hat man bei Bauarbeiten in Kirspe jetzt eine Höhle entdeckt. Die war bislang wirklich völlig unbekannt. Und ein Kollege von uns ist wirklich als allererster Kameramann überhaupt mit dem Höhlenforscher da runtergegangen. Stefan Vogts erste Schritte in eine unbekannte Welt. Der Eingang oberhalb der neuen Höhle ist mit Beton abgesichert. Ja, immer wieder spannend, vor allen Dingen immer wieder überraschend. Ne? Und man fragt sich dann ja auch, ne, wenn wieder so ein Anruf kommt, da ist ein Erdfall niedergegangen, ne? Ist es jetzt was, lohnt sich dahin zu fahren? Aber ich glaube, an dem Tag, wo man sagt, nee, ich fahre nicht mehr dahin, hat man eigentlich schon verloren. Weil hinter jeder kleinen Chance steckt auch immer die Möglichkeit einer großen Entdeckung. Es geht 5 Meter tief ins Dunkle der wilden Kohle. Es ist 8 Grad kalt, feucht und ungemütlich. Körperbeherrschung und gute Nerven sind hier gefragt. Der Eingang sehr eng. Ja gut, wenn man so eine Spalte sieht, wo man hinten ins schwarze Nichts guckt, dann hat man natürlich immer die Hoffnung, eine große Höhle zu finden. Und das ist der Beweggrund, sich dann durch solche Spalten zu pressen. Aber das ist jetzt nicht die Ursprungsgröße, die war noch etwas enger. Es ist sehr schwierig, hier durchzukriechen, ohne in Panik zu geraten, jedenfalls für Ungeübte. Aber es lohnt sich. Eine völlig neue Welt eröffnet sich mit wunderschönen Stalaktiten. Hier ein Kalksinter geformt wie ein Haizahn. Dieser Sinter, haben wir ja gerade an den Tropfsteinen gesehen, ist geschichtet. Das hat so ein bisschen was wie Baumringe, nicht ganz so, aber Tropfsteine sind wichtige Klimaindikatoren. Man kann also aus den Tropfsteinen praktisch Rückschlüsse auf das frühere Klima ziehen. Die lassen sich auch datieren, die Tropfsteine, ne? Sodass man also praktisch Archive hat, die über der Erde schon lange zerstört sind. Versteinerte Korallen, 300 Millionen Jahre alt, tropisches Klima. Knöpfchensinter, ein Zeichen für ausreichend Sauerstoff. Er vermutet ein weit verzweigtes Höhlensystem, gegen die Schwerkraft wachsende Exzentrix. Stefan Vogt hat empfindliche Bereiche mit einem Flatterband abgetrennt. Wir legen diese Flatterbände aus, wir gucken wie auf rohen Eiern, dass man nicht an die Wände kommt, dass man nicht zerstört, um die Höhle nach Möglichkeit weitgehend im Urzustand zu belassen. Das ist total wichtig, auch für spätere wissenschaftliche Untersuchungen. Seit 37 Jahren krabbelt Stefan Vogt in Höhlen herum. Zu jeder hat er ein persönliches Verhältnis und will sie mit allen Mitteln schützen. Schon für 2 ist die neu entdeckte Höhle fast zu eng. Hilfe für den Kameramann. Erst 100 Meter der Höhle hat der Experte vermessen. Und noch ist kein Ende in Sicht. Vielen Dank für die Kamerahilfe. Sehr gut. Wenn man jetzt diese Höhle vermisst, dann entsteht dieser Plan, also praktisch dieses Gerippe dieser Höhle. Ne? Und das ist total spannend. Wohin zieht jetzt dieser Gang? Ne? Ist es wirklich so, wie ich gedacht habe? Ne? Wie sind die Verbindungen? Ne? Wo gibt es eventuell mögliche Fortsetzungen? Das ist total spannend. Lässt sich aber dann erstmal nach einer Vermessung erst richtig würdigen. Das Baugrundstück darüber ist trotz Höhlengänge sicher, sagt der Experte. In den nächsten Wochen will Stefan Vogt weitere unbekannte Gänge in der wilden Kohle erforschen. Wahnsinn, ich finde das echt total spannend.